Boah, Alter, hab ich gerade Angst bekommen. Oh, ich werd beschossen, ich werd beschossen. Yo Leute, wir sind zurzeit auf der Suche nach einem neuen Stammserver. Wir haben ja auf Facebook so einen Post gemacht, habt ihr euren Favorite-Server uns gepostet und wir testen jetzt nach und nach diese Server durch. Das ist jetzt eine Aufnahme von einem dieser Server. Wir versuchen hier eine Mission zu machen. Ja, schaut am besten selbst rein. Wird ein Zweiteiler-Video. Das erste kommt heute, das zweite wird wahrscheinlich am Sonntag kommen. Und ja, ist einiges passiert. Schaut es euch an. Und die Meinung bzw. die Kritik zum Server kommt am Ende des Videos. Okay. Auto lassen wir jetzt hier stehen. Hui, wir sollten da links auf dem Berg. Wo ist denn das? Müssen ist hier hinterm Berg. Und dann kommt der 10. Oh Gott. Oh, da sind richtig viele NPCs. Boah, wir haben eine richtig beschissene Position dafür. Ich komme mal zu dir. Oh Gott, ich bin ja schon richtig nah dran. Rückzug. Shit, hi. Ich weiß nicht, wo ich von wo es schießen sollte. Ach nee, Alter, ich... Pack mal eben die MK12 aus. Ich darf nicht so viel auf. Oh Gott. Ey, das kann man looten eigentlich, ne? Wo sind denn die Bots? Die sind da hinten. Ich geh das mal looten. Warte, kannst du mir eben die Sachen abnehmen? Aus meiner Tasche, damit ich Platz hab. Wäre jetzt auch einfach mitgekommen. nee. Mein Rucksack ist auch voll. Ja, tu irgendwas weg, so. Ich brauch nur Platz, damit ich nicht so viel Gewicht habe, dass ich looten kann und abhauen kann. Ja, ich hab dir den Reifen und den Engine abgenommen. Okay. Und dann kam der 11.11. Er brauchte das ersehnte, zehnte. Eine Rolle Klopapier, Klopapier. Eine Rolle Klopapier, Klopapier. Komm mal hier. Oh Gott, sind da viele Bots. Wir haben hier. Ey, da rennt einer in deine Richtung, ne? Extrem oder nur langsam? Extrem. Sag mal, wenn der gefährlich nah ist, das ist auf jeden Fall eine Essensstelle. Und eine Waffenkiste. Bison M14 ist hier. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh mein Gott, was sind da für Waffen? Oh Gott, wir sollten die töten. Das sind echt gute Waffen. Willst du da hin? Weil da kannst du dir eigentlich eine Sniper-SD oder so nehmen. Warte, ich geh nochmal dahin. Kannst du nochmal aufpassen, dass da kein Bot hinläuft? Ja, die patrouillieren da. Oh, einer guckt auf dich. Ja. Die gucken da nur so in die Richtung. Ich weiß nicht, ob die wissen, dass du da bist. Ich habe jetzt ganz viele Sniper-SD. Ein Ghillie-Suit für dich. Da kommen zwei ziemlich nahe, gefährlich. Pass auf. Okay, ich hab mein Loot. Ich lauf weg. Ja, in der Richtung bist du safe. Ich hab eine Sniper-SD mit ca. 10 Magazinen genommen oder so. Ich geh jetzt richtig weit weg und versuch die weg zu snipern. Irgendwo ist noch ein Truck gespawnt. Da sind auf jeden Fall dicke Waffen. Hast du mehr als eine Sniper-SD mitgenommen? Nee, da, ich weiß nicht, ob da noch eine zweite. Guck mal, nimm mal bei mir aus der Tasche Dings raus. Ein Gilly. Ich hab mir einen Rangefinder einfach mal mitgenommen. Da war noch ein zweiter auf jeden Fall. Ich hab einfach nur schnell gelootet. Essen, trinken, weil das eine und Medic boxen. Ich gehe mal nach da hinten und versuche die irgendwie weg zu snipen, okay? Jo. Okay, ich fange an zu schießen. Jo.
Ist halt mega ungenau, ne? Hör dich nicht mehr schießen, ich sehe nur, wie die Schüsse einschlagen. So crazy. Ich hätte mir mal kurz. Ach, die kann ich nur bis 307 sogar. Ah, eine MK17 Sniper ist lieber. Ja. Die scheinen One-Hit zu sterben, selbst gegen die Beine. Es lebt, glaube ich, nur noch ein einziger. Ich habe jetzt wirklich keine Muni mehr. Da rennen drei. Soll ich die töten? Ja, klar. Die halten nichts aus, also die meisten habe ich mit einer One-Hit. Oh, Alter, habe ich gerade Angst bekommen. Oh, ich werde beschossen, ich werde beschossen. Fangen bei mir ein. Nein, nein. Ich darf nicht geschossen. Ich habe einen Zombie hier, fuck. Fuck, ich habe ein kleines Problem jetzt. Wo war der denn? Boah, siehst du mich? Ich bin vorne in einem Baum. In einem Baum. Der ist in einem der Bäume vor mir. Das Problem ist, der hat so eine Overporte M14 oder DMR. Schießt du? Ja, ich habe Waffe gewechselt. Mir was Stärkeres geholt. Du müsstest mich sehen, ich bin. Ne, du siehst mich von da aus nicht. Ich bin tot. Bisschen mehr angeschossen worden. Weißt von du DMR. Von wo? Nee, keine Ahnung. Oben, unten. Ach, da ist. Warte. Noch lebe ich. Okay, ich sehe den, ich sehe den. Ist tot. Der NPC. Das Problem ist natürlich der Typ, der jetzt hier ist. Man verbindet dich, gibt dir ein Bloodpack, ich habe den NPC getötet. Ich muss weglaufen, Zombie hab ich. Ich hab einen Zombie gepullt. Kein Sound mehr. Ich lauf nach unten. Ich hab keine Wahl. Jo. Ich müsste eigentlich entkommen sein von dem Typen. Ich weiß noch nicht, ob der da immer noch stimmt. Fuck. Best Zombie. Ich will schießen. Alter, der Typ stand zwei Bäume neben mir, irgendwie. Und hat nicht geschafft, mich zu töten, ey. Aber der hat versucht. Ich seh den, oh mein Gott, ich seh den. Ich seh den Typen. Der hat sogar einen Giddy an. Wer denn? Schwer zu erklären. Ich schätze auf 300 Meter. Jetzt warten wir bis wir uns beruhigt haben.
Kannst du mal schießen, damit der auf dich aufmerksam wird? Aber versteck dich irgendwie da, dass der dich so nicht sehen kann. Also am besten irgendwo an den Kisten. Und daraus kann er dich nicht sehen. Schieß mal noch weiter, schieß mal noch weiter. Soll, oh, wie lange Schüsse ein? Vom anderen Berg aus. Ich hab den getroffen. Du bloß killed. Vom anderen Berg? Ich hab die Beine gebrochen. Du? Ja, ja. Ja, ich hab mir die Beine gebrochen. Von anderen Berg aus gesehen. Okay. Richtung Westen da, weißt du? Ich kann's mir vorstellen. Ich sehe da nichts. Einen haben wir getötet. Vom Sound her müsste das der Berg sein. Ich habe keine Bandage mehr. Okay. Fuck, ich werd auch beschossen. Oder schießt du? Nee, nee, der schießt auf mich. Okay. Ach, dann ist er komplett ganz anders. Dann lauf entgegengesetzt, also von dir aus weg, einfach hinter das, hinter den Dings, da bin ich. Versuch mir, mir vor zu geben. Lauf halt sozusagen hinter das Flugzeug, weißt du? Ich hab mal getroffen. Du? Nee, der mich. Okay. Ich seh den, glaube ich. Und wo da musst du sein? Seh dich. Okay, pass auf. Da oben muss der irgendwo sein. Sieh seine mich, Zombies, aber ich sehe den selber noch nicht. Bandagieren? Ja, wo bist du denn? Beim Flugzeug. Okay, warte, ich komm hoch. Mein Redaktor ist so. Yep. Ich gebe dir noch ein Blood Transfusion. Sehr schön. Ich habe nämlich nicht mehr viel. 4000 Blut. Ich habe 400 Blut gesehen. Weißt du, ob da La Pura Magnum Munition drin war? Ich glaube nicht. Ich sehe sein Auto. Auch hier ist La Pura Magnum Munition drin. Meinst du, du kannst mir was mitnehmen? Ja klar. Er läuft. Läuft er? Ja. Da oben. Hat sich hinter so einem Stein verkrochen. Da oben ist La Pura Magnum Magazin, sagst du? Bei mir im Rucksack auch. Ja, ich snack mal eben. Du hast ja gesehen, wo du... Achtung, da ist noch einer. Ja. Oh fuck. Kannst du den abschießen? Ja, Headshot. Nice. Dann noch der eine hinter dem Stein, ich weiß wo. Ja, ich weiß auch wo. Ich bin da alle La Pura Magnum Magazin. Gibst du mir Deckung? Ja. Ich lauf hoch.
bin jetzt gleich um. Meinst du, wie viele Meter es sind? Ach, 400 bis 500. Schießt du oder der? Nee, der schießt. Lol, ich bin getroffen worden. Aber ich weiß nicht von wo. Da ist noch irgendwo einer. Der dürfte weiter rechts irgendwo sein. Ach, neben mir. Oben am Stein war noch einer. Fuck, der hat mich getötet. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wie ihr mich kennt, lasse ich sowas nicht auf mir sitzen. Deswegen seid gespannt, wie es weitergeht. Wahrscheinlich am Sonntag. Und ja, hier oben habt ihr nochmal das letzte Daisy Standalone Video und da unten das letzte Epoch Video. Haut raus!